Herzlich willkommen zur Biologie. Unser Thema heute, das ist die Membran oder die Membranen. Die Bausteine der Membran, das sind die Membranlipide. Diese Moleküle, die werden wir gleich zu Beginn kennenlernen. Diese Moleküle bilden gemeinsam eine Struktur, eine Doppelschicht, die man als Bilayer bezeichnet. Und in diesem Bilayer drin spielen die sogenannten Sterole, ihr kennt wahrscheinlich Cholesterin, eine ganz wichtige Funktion als Weichmacher. Sie halten diese Membranen bei tiefen Temperaturen, wie wir sie jetzt im Herbst haben, länger flüssig. Hier sehen wir eine pflanzliche Zelle. Es könnte aber genauso gut eine tierische Zelle sein oder mit noch etwas mehr Fantasie eine bakterielle Zelle. Sämtliche Zellen besitzen eine Zellmembran. Das ist eine feine, dünne Schicht, welche die Zelle gegen innen und außen abgrenzt. Die Zellmembran ist gleichzeitig auch die Schicht, welche den lebendigen Teil, der ist hier farbig gezeigt, von der Außenwelt trennt, und die Außenwelt, die ist hier schwarz-weiß gehalten. Diese Zellmembran, das ist ein Ort, wo wir Membranen haben in Zellen drin. Die allermeisten Zellorganellen, wie hier zum Beispiel die Vakuole oder der Golgi-Apparat, das endoplasmatische Retikulum, Mitochondrien, Plastiden, sie alle sind durch eine, wie hier die Vakuole, oder durch zwei Membranen, wie die Mitochondrien und Chloroplasten, vom Zytosol getrennt. Die Membranen bilden einerseits eine trennende Schicht gegen außen, das wäre die Zellmembran, und zusätzlich trennen sie die Zellorganellen im Inneren von den restlichen Komponenten ab. Das ist so wichtig, dass wir das gleich hier markieren wollen. Die Zellmembran ist also die Struktur bei einer Zelle, welche den inneren Teil, den lebendigen Teil von der Außenwelt, der per Definition dann nicht lebendig ist, zum Beispiel die Zellwand, abtrennt. Die Zellmembran als diese Trennschicht oder Grenzschicht, sie erfüllt zwei auf den ersten Blick völlig widersprüchliche Funktionen. Wir haben sie hier unten markiert. Einerseits muss natürlich eine trennende Schicht, wie der Name es sagt, trennen, abgrenzen. Das tut die Membran, indem sie die allermeisten Moleküle nicht durchlässt. Die können also nicht durch die Membran hindurch. Auf der anderen Seite muss eine Membran verbinden, denn eine Zelle ist ja nicht ein isolierter Raum, der unendlich lange für sich funktionieren kann. Eine Zelle steht in einem intensiven Austausch mit der Umwelt. Sie muss Nährstoffe aufnehmen können, Glucose zum Beispiel, Aminosäuren. Dann werden sie im Inneren der Zelle verstoffwechselt, biochemisch umgewandelt. Dabei entstehen die einen oder anderen Abfallstoffe und die müssen dann wieder aus der Zelle raus in die Umwelt abgegeben werden können. Wir brauchen also eine Form von Verbindung mit der Umwelt. Und das geht nur, wenn diese Membran selektiv die relevanten, die wichtigen Moleküle, Nährstoffe, Abfallstoffe auch irgendwie hindurchlassen kann. Wir werden dann in einer Woche sehen, dass das Transportproteine sind, die diese Funktion übernehmen. Gleichzeitig muss eine Membran auch Signale von außen wahrnehmen können, zum Beispiel Hormone, die dann auf der Innenseite der Zelle eine bestimmte Reaktion auslösen, zum Beispiel bestimmte Gene anschalten. Die Energieproduktion ist relevant. Da sind Membranen sehr stark daran beteiligt. Das werden wir im Frühlingssemester dann genauer anschauen. Und Membranen sind auch wichtig, um Zellen miteinander zu verbinden. Wie muss man sich eine solche Membran genau vorstellen? Wie kann eine Struktur gleichzeitig verbinden und abgrenzen? Diese widersprüchliche Funktion
ist möglich, weil Membranen aus zwei verschiedenen Komponenten bestehen. Die eine Komponente, das sind hier diese blauen Kügelchen mit den gelben fadenförmigen Strukturen dran. Ein blaues Kügelchen mit zwei fadenförmigen Fortsätzen, das ist ein Membranlipid. Wir lernen diese Moleküle gleich anschließend genauer kennen und können dann aufgrund der Molekülstruktur auch verstehen, weshalb die hier so mit einem Kreislein und zwei fadenförmigen Verlängerungen dargestellt werden. Wir sehen auch diese Membranlipide, die bilden zwei Schichten. Das ist oder wird als Bilayer bezeichnet. Dieser Ausdruck wurde aus dem Englischen übernommen und ist auch in deutschen Lehrbüchern üblich. Bilayer, zwei Lagen, könnte man das übersetzen. Wir sehen, das passt sehr gut. Wir haben da zwei Lagen von Molekülen. Die sind da offenbar, mögen die da ihre Nachbarschaft sehr gerne. Die bilden also hier solche blattartigen Strukturen. Auch da werden wir gleich sehen, weshalb die sich so organisieren. Die tun das von sich aus. Die Eigenschaften der Moleküle führen dazu, dass da diese Doppelschicht entsteht. Diese Doppelschicht ist für die allermeisten Moleküle undurchlässig. Also ein Glukosemolekül oder ein Natriumchlorid. Natrium und Chlorid, das sind Ionen, geladene Teilchen, die da rumschwimmen auf der einen oder auf der anderen Seite. Die können nicht durch eine solche Doppelschicht hindurch. Die Membranlipide wirken trennend. Jetzt haben wir aber die Glucose angesprochen, der Nährstoff, der da vielleicht da draußen rumschwimmt. Hier innen wäre der Stoffwechsel der Zelle, der hat Bedarf an Glucose. Ein Austausch, ein Transport über diese Membran hinweg haben wir in Form von Membranproteinen. Das sind hier diese grünen Gebilde. Wir sehen auch diese Membranproteine, manche gehen hindurch. Die reichen also von der einen Seite durch die Membran bis hin zur anderen Seite. Andere Membranproteine hingegen, die kleben da lediglich an der Oberfläche. Die sind also assoziiert mit der Membran. Könnte auch hier draußen noch welche haben. In dieser Abbildung hier hat es halt nur auf der Innenseite ein Exemplar. Membranlipide trennen, die Proteine verbinden. Die machen den Austausch. Membranen sind extrem dünne Strukturen und man kann sie mit dem Elektronenmikroskop gerade noch so knapp erkennen. In dieser Abbildung hier unten wurde die Zellmembran von der Bäckerhefe untersucht. Die Bäckerhefe, die kennen wir von der Brotherstellung. Gleichzeitig braucht man Saccharomyces cerevisiae aber auch, um Bier oder Wein zu erzeugen. Was wir da sehen, ist diese Linie. Wenn wir ganz genau schauen, können wir erkennen, es sind eigentlich zwei Linien, die parallel verlaufen. Hier auch gut erkennbar. Und dieses Sandwich da, das wäre die Zellmembran, das ist diese Doppelschicht dieser Bilayer. Wir können die Moleküle nicht erkennen, die sind viel zu klein, aber diese Doppelnatur, diese Zweischichtigkeit, die lässt sich im Elektronenmikroskop hier gut erkennen. Auf Seite 6 ist nochmals grafisch zusammengefasst, was wir bereits gesagt haben. Die Membran oder Membranen generell bestehen aus einem Bilayer, dieser Doppelschicht. Der Bilayer selbst, der wird durch die Membranlipide erzeugt. Und die Membranlipide als Bilayer bilden eine unüberwindbare Struktur für die Moleküle, die auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sind. Wir haben zumindest in der Abbildung hier da die Außenseite, das wird auch als Apoplast bezeichnet, und rechts dann die Innenseite. Das wäre das Zytoplasma, da ist also der Stoffwechsel zu Hause. Auf beiden Seiten schwimmen Moleküle umher. Das sind da diese verschiedenen grafischen Symbole. Das wären verschiedene Moleküle mit verschiedenen chemischen Eigenschaften. Und die allermeisten Moleküle, 99,9%, wollen wir mal hier sagen,
können nicht durch diese Doppelschicht hindurch. Die prallen also wie ein Ball, den wir an eine Wand werfen, wieder ab. Es gibt ein paar ganz wenige, die können hindurch. Wir lernen sie nächste Woche genauer kennen. Die Membranlipide, sie haben also trennenden Charakter. Die Membranlipide wirken kompartimentierend, also unterteilend. Damit kann die Zelle im Innern auch Zellorganellen abgrenzen und bekommt damit verschiedene Reaktionsräume, so wie wir in einem Gebäude drin verschiedene Räume haben, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, hatten auch die Zelle verschiedene Bereiche, in denen drin dann unterschiedliche Bedingungen herrschen, verschiedene pH-Werte, verschiedene Enzyme vorkommen, die ganz bestimmte Dinge tun. Wir haben auch gesagt, dass die Membran verbinden muss. Eine Zelle steht in einem lebhaften Austausch mit ihrer Umwelt. Den verbindenden Charakter, den erzeugen Proteine. Die fünf wichtigsten Funktionen, die Proteine in Membranen drin erfüllen, haben wir da jeweils mit so einer grafischen Darstellung symbolisiert. Einerseits die Energieerzeugung, da sind Membranproteine daran beteiligt, der Stoffaustausch, das ist naheliegend, so eine Art Pumpe oder Fenster oder Lücke, wo die Moleküle hindurch können. Auch sie werden wir nächste Woche genauer kennenlernen. In unserem Unterricht gehen wir auf die unteren drei nicht im Detail ein, aber es müssen auch Botenmoleküle, wie zum Beispiel Hormone auf der Außenseite, wahrgenommen werden können, da haben wir Rezeptoren und auf der Innenseite muss dann eine Reaktion ausgelöst werden, wie immer die ausschaut. Vielleicht müssen Gene angeschaltet werden, vielleicht müssen bestimmte Moleküle produziert werden. Wir brauchen da also eine Form von Signalverarbeitung. Die Zellerkennung, Zellen müssen zusammenhalten, wenn sie ein Gewebe, ein Organ bilden wollen. Dafür müssen Sie erkennen, welcher Zelltyp der gleiche ist und welcher Zelltyp ein anderer ist, damit Sie damit den richtigen einen Verband bilden können. Das wäre hier mit diesem Puzzleteil symbolisiert und auch die Verankerung selbst, also das Binden der Zellen aneinander, das geschieht zu einem großen Teil über diese Membranproteine. Heute wollen wir uns ausschließlich mit den Membranlipiden befassen. Nächste Woche geht es dann vor allem um die Transportproteine. Wir zoomen in Gedanken hier in diese Doppelschicht hinein, greifen uns eines dieser Membranlipide heraus und wollen verstehen, wie sein chemischer Aufbau genau aussieht. Auf Seite 8 haben wir drei Dinge abgebildet. Zunächst hier diese schematische Darstellung, mit der sind wir schon vertraut. So ein blaues Kreislein, an dem hängen zwei fadenförmige Strukturen. So werden Membranlipide in der Regel in Lehrbüchern drin dargestellt. Das ist natürlich noch keine chemische Formel. Membranlipide sind chemisch gesehen nicht einheitlich. Da gibt es ganz viele verschiedene, die sich chemisch immer ein bisschen voneinander unterscheiden. Legt man sie alle nebeneinander, kann man jedoch auch Gemeinsamkeiten erkennen. Und das wurde hier getan. Hier wurden zwei ganz unterschiedliche Membranlipide nebeneinander gelegt. Auch ohne, dass wir da chemisch die Details bereits verstehen, können wir unschwer nachvollziehen, da muss es sich um zwei verschiedene Moleküle handeln. Die sehen ja auch ganz unterschiedlich aus. Das Gemeinsame von allen Membranlipiden, das ist ihre Struktur. Ein Membranlipid hat eine Art Doppelnatur. Der eine Aspekt, der wichtig ist bei einem Membranlipid, wir brauchen ein Ende vom Molekül, das wasserlöslich ist. Das wird jeweils als blauer Kreis dargestellt. Dieser blaue Kreis, der wasserlösliche Teil, der wird in der Fachsprache auch als hydrophiler
Kopf bezeichnet. Also dieser Teil vom Molekül, das wäre hier der Anteil oder beim Cholesterin, diese kleine Gruppe hier, dieser Teil, der ist gut wasserlöslich. Der Begriff hydrophil, hydro bedeutet Wasser, phil bedeutet liebend, wäre also hier wortwörtlich übersetzt, meint aber in der Sprache der Chemie natürlich wasserlöslich. Der Teil vom Molekül hier oben, der ist also gut wasserlöslich. Wasserlöslichkeit wiederum meint, dass diese Strukturen hier mit H2O-Molekülen interagieren können. Wichtig für die Wasserlöslichkeit, das sind hier die Ladungen. Sie vermitteln den größten Teil der Wasserlöslichkeit in dieser Struktur des Moleküls drin. Gleichzeitig braucht jedes Membranlipid jedoch auch diese fadenförmigen Gebilde. Die sind jetzt nicht wasserlöslich, sondern die lösen sich besonders gut in Fett drin. Die sind also fettliebend. Diese Doppelnatur, wasserliebender Anteil, fettliebender Anteil, der ist zentral, der ist wichtig, denn nur durch diese Kombination sind dann die Moleküle in der Lage, wie wir anschließend sehen werden, eine Doppelschicht ausbilden zu können. Ebenfalls relevant ist die Form, also die räumliche Struktur der Membranlipide. Wenn wir etwas nach unten gehen, sehen wir für beide hier gezeigten Formen von Membranlipiden die dreidimensionale Struktur. Was uns auffällt, wenn wir die Augen ein bisschen zusammenkneifen, dass die Moleküle näherungsweise, wir müssen großzügig sein, näherungsweise stäbchenförmig sind. Ihr werdet jetzt natürlich denken, ja, das ist hier aber nicht so ganz stäbchenförmig und hier unten auch nicht. Da habt ihr recht, diese Moleküle hier, die sind, könnte man auch sagen, in einem eingefrorenen Zustand. Die können sich ja nicht bewegen. Das sind einfach Fotos, die uns da präsentiert werden. Tatsächlich aber sind hier diese kettenförmigen Gebilde beweglich, so vergleichbar mit einem Kabel oder einem Stück Schnur. Und daher gibt es hier durchaus die Möglichkeit, dass wir da durch diese Bewegung insgesamt eine etwas stäbchenförmige Figur bekommen. Es gibt eine Ausnahme. Hier hat es eine sogenannte Doppelbindung drin. Das ist ein Knick. Und dieser Knick, das ist eine starre Struktur. Wir werden anschließend noch sehen, diese Doppelbindungen, die sind wichtig, um eine Membran in einem flüssigen Zustand halten zu können. Also hier haben wir etwas Starres eingebaut in eine an sich bewegliche Kette von Atomen. Beim Cholesterol, das ist dasselbe wie Cholesterin, einfach ein anderer Name. Beim Cholesterol haben wir auch einen Bereich, der beweglich ist. Das ist dieser Anteil hier unten. Der ist flexibel, den kann man sich auch denken, so wie ein Kabel oder ein Stück Schnur. Das wäre also da unten dieser etwas seitlich geknickte oder abgeknickte Bereich. Der könnte also auch durch Bewegung eine stäbchenförmige Silhouette insgesamt erzeugen. Das Ringsystem, das wir da noch haben, das ist starr. Das muss man sich als flächige Struktur denken, nicht flexibel, nicht beweglich. Also im Grunde genommen eine Art Holzbrett könnte man sich da gedanklich vorstellen darunter. Dieses Ringsystem, diese starre Struktur, die werden wir dann später heute auch noch brauchen.
Insgesamt haben wir also hier jetzt gesehen, zwei oder drei Dinge sind wichtig: wasserlöslicher Anteil, fettlöslicher Anteil und die Form insgesamt stäbchenförmig. Eure Aufgabe als nächstes, wir haben da zwei QR-Codes. Eure Aufgabe wäre, macht einen Screenshot von diesen beiden Molekülen, fügt die dann in euer Skript ein und markiert die Bereiche, die wir da jetzt blau und gelb markiert haben, die hydrophilen und lipophilen Bereiche. Ich klicke hier auch mal auf die QR-Codes. Der eine Membranlipidtyp hier, da sehen wir relativ gut, da haben wir unten die beiden fettliebenden Anteile hier. Die sind da so in Grau gehalten, das sind Kohlenwasserstoffanteile. Das sind Fettsäuren, die hier an den oberen Bereich, den hydrophilen Kopf, gebunden sind. Die zeigen da nach unten, wir sehen da auch eine Doppelbindung, das erzeugt diesen Knick. Die Moleküle, wie gesagt, hier erscheinen relativ statisch. Wir können sie natürlich drehen und wenden, das geht schon. Aber wir müssen uns das so denken, dass diese grauen Atome hier, die eine Kette bilden, relativ beweglich sind zueinander, dass das also eine Art zapplige Struktur ist, so wie wenn man eine Schnur permanent bewegt. Etwa so kann man sich das denken. Da, wo die farbigen Atome sind, da wäre also der hydrophile Anteil oder eben der wasserlösliche Kopf. Hier sehen wir das Cholesterin, das ist ein Sterol. Dieser Weichmacher in Membranen drin. Wir können da auch sehr gut zwei Dinge erkennen. Einerseits das Ringsystem, das wäre hier oben, starre, brettartige Struktur. Dann hier unten diese fadenförmige Fortsetzung. Dieser Teil vom Molekül, der ist beweglich. Der obere Teil ist starr. Beides zusammen, alles was hier grau gehalten ist, wäre fettlöslich, lipophil. Und die OH-Gruppe hier oben, die Alkoholgruppe, das wäre der wasserlösliche oder hydrophile Teil. Ich habe da als Vorbereitung bereits zwei Screenshots im Skript drin mir angelegt. Bei euch sollten die nun etwa ähnlich ausschauen. Wir beginnen mal mit der Beschriftung des hydrophilen Kopfes. Das wäre hier dieser Teil. Die fadenförmigen Verlängerungen hier unten, diese Ketten aus C-Atomen, das wäre der lipophile Teil oder eben fettlöslich. Hier haben wir das Cholesterol. Ich bleibe gleich beim lipophilen Anteil. Der ist hier bedeutend größer als der wasserlösliche Kopf. Der größte Teil vom Molekül ist fettlöslich, lipophil. Lediglich hier diese winzige OH-Gruppe, die ist wasserlöslich. Das wäre der hydrophile Teil. Wir gehen nochmals zu dieser ursprünglichen Abbildung zurück. Ich habe mit den Namen extra noch etwas zugewartet. Die Bezeichnung Phosphatidylcholin, das ist ein bisschen einschüchternd, ziemlich chemisch kommt das daher. Phosphat, da klingt das im Namen drin an. Das Phosphat, das wäre hier dieser Anteil. Das Cholin, dieser Anteil vom Molekül hier oben. Die Begriffe tun hier nicht so wahnsinnig viel zur Sache. Insgesamt sehen wir, machen sie einen Großteil des wasserlöslichen Anteils aus. Wir haben noch Glycerin drin und am Glycerin selbst hängen dann zwei Fettsäuren. Die Fettsäurereste oder die Fettsäuren, das sind hier diese Ketten, die dann nach unten zeigen. Das nennt man Phosphatidylcholin. Das ist eines
der ganz vielen verschiedenen Membranlipide. Wir werden sie nicht alle kennenlernen können. Dafür gibt es viel zu viele verschiedene. Die Fettsäuren hier können dann etwas länger oder etwas kürzer sein. Sie können keine Doppelbindungen enthalten, wie hier rechts, oder es kann eine Doppelbindung drin sein. Es können auch 2, 3 oder 4 Doppelbindungen vorkommen. Ebenso können da oben jeweils unterschiedliche Dinge dranhängen, andere Molekülanteile da existieren. Entscheidend ist einfach, unten muss es fettlöslich sein und oben wasserlöslich. Membranlipide existieren in einer Zelle nicht für sich allein gelöst in Wasser drin, sondern Membranlipide, haben wir gesehen, bilden diese Doppelschichten. Die bezeichnen wir dann als Membran. Die nützen der Zelle etwas. Nun, man kann Membranlipide, also diese Moleküle, kaufen. Es gibt Chemiefirmen, die produzieren solche Membranlipide. Dann kann man dann 100 Gramm oder 1 Kilogramm kaufen. Man bekommt eine Büchse geliefert, da hat es ein weißes Pulver drin. Und dieses weiße Pulver besteht ausschließlich aus Membranlipiden. Im Labor nimmt man dann eine Spatelspitze voll von diesem weißen Pulver, von diesen Membranlipiden, und kann diese Moleküle in Wasser geben. In einem Reagenzglas drin, gut umrühren und schauen, was passiert. Das wird in diesem Experiment hier gedanklich gerade gemacht. Die Membranlipide wären da also noch einzeln irgendwie orientiert. Es hat auch viele Wassermoleküle, das sind da die blauen. Und jedes der Membranlipide ist noch für sich. Wir haben also die Membranlipide in wässriger Lösung drin. Jetzt geschieht etwas sehr Interessantes, das andere Moleküle nicht tun, wenn man sie in Wasser löst. Diese Membranlipide beginnen jetzt nämlich sich zu organisieren. Sie tun das von sich aus. Es braucht keine Hilfe von außen. Wir brauchen keine Zelle dafür, wir brauchen keinen Stoffwechsel dafür, es braucht auch keine Energie dafür. Das kann man im Reagenzglas drin tatsächlich so ablaufen lassen, ohne weitere Komponenten aus lebenden Systemen. Was geschieht, ist Folgendes. Diese Moleküle hier, wenn sie da einzeln im Wasser herumschwimmen, die sind, etwas umgangssprachlich ausgedrückt, nicht sehr glücklich mit ihrem Zustand. Der Grund, weshalb sie nicht glücklich sind, der blaue Anteil hier oben, der ist gut wasserlöslich. Da ist die Welt in Ordnung. Beim gelben Anteil jedoch, da haben wir es mit einem fettlöslichen Bereich zu tun, und fettlöslich bedeutet logischerweise schlecht wasserlöslich. Also dieser Teil vom Molekül, der möchte den Kontakt mit Wasser vermeiden. Sie beginnen nun, sich nebeneinander anzulagern. Auf diese Art und Weise können die lipophilen, fettliebenden Bereiche Kontakt haben mit benachbarten, ebenfalls fettliebenden Bereichen. Die hydrophilen Köpfe, die sind hin zum Lösungsmittel Wasser orientiert. Jetzt haben wir schon mal eine erste Schicht erzeugt. Alle fettliebenden, lipophilen Anteile sind jetzt also glücklich. Die haben da als Nachbarschaft jeweils auch fettliebende Molekülteile. Das einzige Problem, das wir haben, wenn wir eine Einzelschicht haben, die Füße da ganz unten, die haben immer noch Kontakt mit dem Lösungsmittel Wasser. Das geht nicht. Was tun die Moleküle? Sie bilden eine Doppelschicht, so dass nun die Füße der einen Schicht mit den Füßen der zweiten Schicht Kontakt haben. So sind
nun diese gelben, lipophilen, fettliebenden Bereiche wirklich unter sich, eine geschlossene Gesellschaft, könnte man sagen. Alle lipophilen Anteile bilden da jetzt einen gemeinsamen Bereich. Das Problem ist fast gelöst, aber noch nicht zu 100%. Wenn wir nun so eine blattartige Struktur haben, dann gibt es immer noch an den Kanten eine Region wie hier, wo die Wassermoleküle Zugang haben. Auch dieses Problem lässt sich lösen, wenn, wie in der Abbildung, die Doppelschicht eine Kugel bildet. Das, was hier abgebildet ist, das ist natürlich nur ein Kreis. Wir müssen uns das aber dreidimensional denken, so dass wir dann eine Hohlkugel bekommen. Diese Hohlkugel im Innern mit Wasser gefüllt, außen hat es Wasser und als Grenzschicht haben wir diesen Bilayer. In dem Moment, wo die Moleküle eine Hohlkugel erzeugt haben, gibt es jetzt keine gelben lipophilen Bereiche mehr, die mit dem Lösungsmittel Wasser in Kontakt wären. Also die Hohlkugel ist das einzige Konstrukt, wo alle lipophilen Anteile unter sich sind und alle hydrophilen Anteile, die zeigen zum Lösungsmittel Wasser hin. Entweder nach außen oder nach innen. Ein solches Gebilde nennt man ein Vesikel, Außenwasser, Innenwasser und getrennt durch eine Doppelschicht von Membranlipiden. Das ist noch keine lebende Zelle, aber vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, als das Leben entstanden ist, war das ein erster ganz wichtiger Schritt hin zu funktionsfähigen Zellen. Diese relativ einfachen Moleküle sind also in der Lage, sich spontan, ohne Energieaufwand, ohne Hilfe zu solchen Vesikeln, kugelförmigen Gebilden zusammenzufinden. Und in dem Moment, wo wir diese Vesikel haben, gibt es ein Innen. Dieser Innenbereich ist abgetrennt, abgeschlossen vom Außenbereich. Wie gesagt, das ist keine lebensfähige Zelle, aber ein wichtiger Schritt hin zur Entstehung des Lebens gewesen. Damit eine Membran für eine Zelle funktionsfähig ist und ihre Leistungen erbringen kann, muss diese Membran sich in einem flüssigen Zustand befinden. Jetzt kann man sich fragen, was bedeutet flüssig? Wir alle wissen, was flüssig bedeutet, wenn wir an Wasser denken. Was flüssiges Wasser ist, ist klar. Was festes Wasser ist, Eis, das ist für uns ebenfalls klar. Wenn wir jetzt dieses Konzept übertragen sollten auf eine Membran, dann geht vielleicht ein bisschen was von dieser Klarheit verloren. Wie um alles in der Welt soll man sich eine flüssige Membran denken oder eine feste Membran? Wir können uns eine Membran vereinfacht als ganz dünne Fettschicht denken. Diese Vereinfachung ist zulässig, denn wir haben es ja hier mit einem fettlöslichen oder lipophilen Anteil zu tun. Also in Gedanken reduzieren wir jetzt mal eine Membran auf eine ganz dünne Fettschicht. Denkt bei diesem Fett zum Beispiel an Butter. Butter aus dem Kühlschrank ist fest. Wir können die Butter dann in eine Bratpfanne geben und erwärmen und dann beginnt der Butter zu schmelzen. Dann wird er flüssig. Und genauso können wir uns das hier mit den Membranen denken. Eine flüssige Membran bedeutet hier, das wäre also der Zustand, den man vergleichen könnte mit geschmolzener Butter oder mit Öl aus der Flasche. Die einzelnen Moleküle sind beweglich. Feste Membran würde bedeuten Butter aus dem Kühlschrank. Also wirklich eine kompakte, relativ starre Masse. Mit diesem Konzept können wir uns Gedanken machen, die noch einen Schritt weitergehen. Wir gehen jetzt wieder zurück
zum Wasser. Mit dem sind wir vom Alltag her sehr gut vertraut. Wir denken an ein ganz gewöhnliches Glas Wasser oder an eine Tasse Kaffee. Das wäre dieses Glas oder die Tasse. Da drin schwimmen nun unsere Wassermoleküle umher. Und wenn das Wasser flüssig ist, bedeutet das für die einzelnen Moleküle, dass sie sich in alle drei Richtungen frei bewegen können. Weil diese ganz vielen Moleküle gegeneinander verschiebbar sind, beweglich sind, erscheint dann die Summe der Moleküle, also der Inhalt des Glases, für uns eben flüssig. Die Sache ist beweglich. Die Moleküle lassen sich gegeneinander verschieben. Wichtig in dem Falle, sie tun das in alle drei Dimensionen. Nach oben, unten, nach links, rechts und nach hinten und nach vorne. So wie hier angegeben. Aus dem Grund kann man sagen, dass Wasser eine dreidimensionale Flüssigkeit ist. Dreidimensional meint in dem Falle eben in alle drei Richtungen können sich diese Moleküle bewegen. Wiederum, wenn wir das Konzept flüssig auf eine Membran übertragen wollen, geht das nicht ganz so eins zu eins. Membranen sind nämlich auf eine etwas andere Art und Weise flüssig, als das Wasser in einem Glas drin flüssig ist. Ihr werdet euch jetzt fragen, ja, geht das überhaupt? Kann man eine Flüssigkeit auf eine andere Art und Weise flüssig haben? Und die Antwort ist ja, das geht physikalisch, chemisch, das funktioniert. Wir können uns nämlich die einzelnen Membranlipide, hier ist eines farbig gezeigt, so denken wie die Kugeln auf einem Billardtisch. Diese Kugeln auf einem Tisch haben Bewegungsfreiheit nach links und rechts und nach vorne und nach hinten. Wenn wir da nachzählen, dann sind das zwei Dimensionen. Links, rechts wäre eine Dimension und vorne und hinten, das wäre die zweite Dimension. Diese Bewegung der Membranlipide oder im übertragenen Sinne der Billardkugeln auf dem Tisch, diese Bewegungen, die sind sehr schnell. Sie sind sogar super schnell. Wir haben da eine Angabe. Da steht, dass die laterale Diffusion, das wäre also diese Bewegungsgeschwindigkeit, die wäre oder hätte eine Halbwertszeit von einer Mikrosekunde. Das ist etwas erklärungsbedürftig. Was bedeutet das? Laterale Diffusion meint, lateral heißt zur Seite hin, also hier zur Seite links, rechts oder nach vorne, hinten. Laterale Diffusion gibt also die Bewegungsfreiheiten an hier. Die haben wir schon markiert. Diffusion, das ist in dem Falle die treibende Kraft, die diese Bewegung physikalisch erzeugt. Laterale Diffusion bezieht sich jetzt konkret in dem Beispiel auf den Platztausch mit einem Nachbarmolekül. Wir haben da das grüne Molekül und wir sehen, das tauscht nun den Platz mit seinem Nachbarn. Da ist es auf der linken Seite, das hellgrüne, und hier ist es jetzt auf der rechten Seite. Und die Halbwertszeit für einen solchen Platztausch beträgt, wie hier angegeben, eine Mikrosekunde. Das sagt uns nichts. Das ist eine Dimension, die wir nicht kennen aus dem Alltag. Übersetzt bedeutet das aber, wir haben pro Sekunde 1 Million Mal solche Positionswechsel. Oder nochmals anders formuliert, dieses hellgrüne Molekül tauscht seinen Platz 1 Million Mal pro Sekunde. Alle anderen Moleküle tun das auch. Jedes ändert seine Position 1 Million Mal pro Sekunde. Mit anderen Worten, das ist ein ziemliches Durcheinander in einer solchen Membran drin. Das ist ein ziemliches Gewusel. Im flüssigen Zustand, wenn also die Moleküle sich frei bewegen können, tauschen sie
ihre Positionen 1 Million Mal pro Sekunde. Und genau das macht die Membran flüssig. Genau das, dieses Gewusel, das erzeugt den flüssigen Charakter der Membran. Gleichzeitig sind aber die Membranlipidmoleküle in dieser Ebene drin gefangen. Kugel auf dem Billardtisch, die bleibt immer und bewegt sich immer nur in dieser Tischebene drin. Diese Kugel kann aus eigener Energie nicht in die Luft springen, in die dritte Dimension gehen, und sie kann aus eigener Energie auch nicht in den Tisch eindringen, quasi eine Art Loch bohren und da in den Tisch hineingehen. Genauso verhält es sich mit den Membranlipiden. Sie sind in ihrer Ebene drin gefangen. Sie können nicht raus, denn sie sind ja zumindest teilweise lipophil, fettliebend. Und diese fettliebenden Anteile vom Molekül verankern sie in dieser Ebene drin. Das Einzige, was extrem selten geschieht, aber es geschieht, deshalb ist es hier aufgeführt, das ist hier dieser Flip-Flop, dieser Kopfstand. Hier beträgt die Halbwertszeit allerdings mehrere Tage. Alle paar Tage mal wechselt so ein Membranlipid hier die Ebene. Es geht von der, in diesem Fall, oberen Ebene in die untere, und dementsprechend muss ein Nachbar dann in die andere Richtung nach oben gehen. Eine Membran ist eine zweidimensionale Flüssigkeit. Bewegung ist möglich, deshalb flüssig, aber die Bewegung ist eingeschränkt. Sie ist limitiert auf zwei Dimensionen. Die dritte Dimension, die ist verboten, die funktioniert nicht für die Membranlipidmoleküle, und daher können wir uns die Membran als zweidimensionale Flüssigkeit denken. Das entspricht diesem vorhin erwähnten ganz dünnen Fett- oder Ölfilm, den wir uns da vorstellen können. Ich habe jetzt mehrmals betont, dass Membranen flüssig sein müssen, damit sie ihre biologischen Funktionen erfüllen können. Die Zelle hat deshalb ein großes Interesse daran, die Membranen auch flüssig zu halten. Bei den Säugetieren und den Vögeln mit ihrer konstanten Körpertemperatur ist das relativ einfach. Dort gibt es keine großen Temperaturunterschiede, außer vielleicht in der Peripherie des Körpers, hier an der Fingerspitze kann die Temperatur mal etwas tiefer sein, oder bei den Pinguinen an den Füßen, wenn sie da auf dem Eis umhermarschieren. Aber im Grunde genommen für die Vögel und die Säugetiere mit der konstanten Körpertemperatur ist es nicht so ein Riesenthema. Für alle anderen Organismen wie Pflanzen, Pilze oder Bakterien hingegen, für die stellt sich die Herausforderung, dass sie bei wechselnden Temperaturen in der Umwelt auch die Membranen immer flüssig halten müssen. Bei Membranen spricht man häufig von einem flüssigen und einem festen Zustand. Es gibt dann noch so etwas dazwischen, nicht ganz flüssig und nicht ganz fest. Daher darf man bei Membranen auch den Begriff Fluidität verwenden. Fluidität bedeutet übersetzt etwa so viel wie den Flüssigkeitsgrad. Nicht ganz flüssig, nicht ganz fest bedeutet, offenbar gibt es etwas dazwischen. Vielleicht gibt es auch Abstufungen, und diese Abstufungen werden mit dem Begriff Fluidität adressiert. Da meint man also, dass es nicht nur binär, schwarz-weiß, flüssig, fest gibt, sondern auch etwas mehr flüssig, etwas weniger flüssig, nicht ganz fest und so weiter. Dieses Kontinuum, dieser Übergang, den kann man mit dem Begriff Fluidität besser beschreiben als eben nur mit fest und flüssig. Zellen haben eine große Motivation, die Fluidität der Membranen zu steuern. Sie wollen sie flüssig halten. Das können sie über verschiedene Parameter tun. Die Zellen haben verschiedene Möglichkeiten, die Membranen flüssig zu halten. 4 Zugänge stehen offen. Einerseits die Temperatur. Manche Organismen können sie regulieren, Säugetiere, Vögel, andere hingegen nicht, Pflanzen, Pilze, Tiere. Der Anteil der ungesättigten Fettsäuren kann man erhöhen, damit bleiben die Membranen auch länger flüssig.
Dann kann man die Ketten verkürzen. Kürzere Moleküle sind beweglicher, deshalb werden sie weniger schnell fest. Und Sterole, Cholesterin bei Tieren, erhöht auch den Flüssigkeitscharakter, zumindest für eine gewisse Zeit bei sinkenden Temperaturen. Wir wollen zum Schluss heute noch diese vier Aspekte uns genauer anschauen und verstehen, wie sie den Fluiditätsgrad einer Membran beeinflussen. Wir starten mit den ungesättigten Fettsäuren. Und auf Seite 17 sehen wir solche Fettsäuren, das wären also diese lipophilen, fettliebenden, fadenförmigen Anteile von den Membranlipiden. Der Rest vom Membranlipid ist hier nicht dargestellt, sondern nur die Fettsäuren, also der lipophile Anteil. Stearinsäure, der Name tut nichts zur Sache. Hier links wäre eine vollständig gesättigte Fettsäure. Wir sehen dann bei den hier aufgeführten Fettsäuren, sie haben alle 18 Kohlenstoffatome, aber worin sie sich unterscheiden, ist in der Anzahl Doppelbindungen. Hier eine, zwei, drei und vier Doppelbindungen. Sie haben deshalb auch andere Namen gekriegt: Ölsäure, Linolsäure, Linolensäure und Arachidonsäure. Die Länge bleibt identisch, worin sie sich unterscheiden, ist jedoch die Anzahl Doppelbindungen. Und je mehr Doppelbindungen sie haben, desto eher halten sie Membranen in einem flüssigen Zustand, wenn die Temperatur wie jetzt im Herbst absinkt. Der Grund, weshalb das so ist, diese Doppelbindungen hier sind starre Strukturen und erzeugen einen Knick. Wir sehen da, die Formen ändern sich etwas. Wenn man nun eine Membran hat aus ganz vielen stäbchenförmigen Membranlipiden, dann werden die relativ schnell fest bei sinkenden Temperaturen, wenn diese einzelnen Moleküle alle genau die gleiche Form haben. Denkt an einen Stapel von Bleistiften oder Farbstiften, die wir mit einer Hand zu einem Bündel zusammennehmen können. Das geht deshalb besonders gut, weil sie alle genau die gleiche Form haben. Es ist einfach, Dinge mit der gleichen Form hier, die stäbchenförmig sind, eng zu packen, regelmäßig anzuordnen. Wenn nun diese einzelnen fadenförmigen Fettsäuren allerdings hier mal einen Knick haben, da mal einen Knick, jede ein bisschen eine andere Form, dann wird es schwieriger, diese Moleküle bei sinkenden Temperaturen regelmäßig anzuordnen. Und damit wird es auch länger gehen, bis so eine Membran fest geworden ist. Bis wir also von der flüssigen Butter in Gedanken zur festen Butter kommen. Je mehr Fettsäuren mit Doppelbindungen in einer Membran enthalten sind, desto länger bleibt sie flüssig, wenn die Temperaturen sinken. Flüssig bedeutet im funktionsfähigen Zustand für die Zelle. Eine weitere Möglichkeit, wie die Zelle auch den Fluiditätsgrad hochhalten kann, also die Membran flüssig halten kann, sehen wir da auf derselben Seite etwas weiter oben. Da haben wir wiederum Fettsäuren abgebildet. Diesmal unterscheiden sie sich darin, dass sie unterschiedliche Längen haben. In dem Falle hier 24 Kohlenstoffatome und dann geht es in zwei Schritten runter bis hin zur Myristinsäure, die dann nur noch 14 Kohlenstoffatome enthält. Dinge, die kleiner sind, benötigen weniger Energie, um sie in Bewegung zu versetzen, im Gegensatz zu größeren. Die brauchen mehr Energie, damit sie in Bewegung kommen. Diese kurzkettigen Fettsäure,
Moleküle, die bleiben bei sinkenden Temperaturen länger in einem fluiden oder eben flüssigen Zustand. Im Gegensatz dazu, langkettige Fettsäuren, die begünstigen das Verfestigen der Membran. Das Ganze ist recht theoretisch mit diesen flüssigen und festen Membranen. Damit wir da eine Vorstellung haben, wie eine flüssige und eine feste Membran ausschaut, eure Aufgabe, nochmals zwei Screenshots zu machen. Einerseits hier eine Membran im flüssigen Zustand und dann dieselbe Membran nochmals im festen Zustand. Macht das mal und markiert, wo die hydrophilen und lipophilen Bereiche der Membran sind. Wir haben hier in der Abbildung die Membran im flüssigen Zustand. Dort, wo wir oben und unten den roten Bereich haben, also hier und hier unten, das wären die hydrophilen, wasserlöslichen Köpfchen. Der graue Anteil dazwischen, wir können es aufgrund des Gewirrs kaum erkennen, aber der graue Anteil dazwischen, das wären die lipophilen, fettlöslichen Fettsäuren. Die bilden ein Gezappel und ein Gewirr. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Wir dürfen uns diese Fettsäuren als Kabel oder Schwänzchen denken, als Schnurstücke, die da sehr stark in Bewegung sind. Das wäre also hier eine Momentaufnahme. Die müssten alle noch individuell zappeln, damit das da der Situation in der Zelle möglichst nahe kommt. Wenn wir das vergleichen mit der Situation einer festen Membran, dann ist der Unterschied natürlich sehr augenfällig. Wir erkennen da diese Membran, die wurde aus exakt den gleichen Molekülen aufgebaut. Und weil diese Moleküle alle die gleiche Form haben, nämlich stäbchenförmig sind, ließen sie sich dann auch sehr gut packen. Wir können das gut erkennen, wenn wir diese Membranstruktur drehen. Diese gitterartige Struktur, die dann erscheint, die zeigt uns sehr schön, dass da eben eine regelmäßige Packung möglich war. Im festen Zustand sind die Fettsäuren dann nicht mehr beweglich, dann sind sie quasi eingefroren in ihrer Form und zappeln nicht mehr umher. Wiederum, ich habe da schon zwei Screenshots vorbereitet. Wir ergänzen flüssig und fest. Jetzt wissen wir, was gemeint ist, wenn da feste und flüssige Membranen angesprochen werden. Eine dritte Möglichkeit, die die Zelle hat, um die Membranen länger flüssig zu halten, wollen wir jetzt zum Schluss noch anschauen. Und das sind die sogenannten Sterole. Tiere besitzen als Sterole das Cholesterin. Unser Körper kann Cholesterin selbst synthetisieren, kann das selbst herstellen, weil es eben lebenswichtig ist. Membranen beim Menschen bestehen zu 30% aus Cholesterin. Das Relevante vom Cholesterin, das ist dieses Ringsystem. Wir haben vorhin gesagt, ich gehe noch etwas mehr rein, die Fettsäuren, da, das seien so sehr bewegliche Strukturen, die zappeln immer umher. Dieses Ringsystem hat nun zwei Effekte. Das ist starr wie ein Brett. Und der eine Effekt besteht darin, dass dieses Ringsystem diese sich bewegenden Bereiche der Membranlipide in ihrer Bewegung hindern. Wenn das so ein starres Brett ist, dann können die natürlich sich da nicht mehr ganz so frei bewegen, wenn der Nachbar diese Bewegung nicht mitmacht. Einerseits reduzieren Sterole die Bewegungsfreiheit der Membranlipide. Das tönt paradox. Wir wollen sie ja beweglich halten, damit sie flüssig bleibt, die Membran. Sterole würden jetzt also gerade das Gegenteil tun. Wie ein Brett verhindern sie die Bewegung.
Das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil sie eben so brettartig sind, starr sind, stören sie auch die geordnete Packung der anderen Membrankomponenten und dadurch halten sie bei sinkenden Temperaturen Membranen länger flüssig. Sterole haben so eine Doppelfunktion. Einerseits reduzieren sie die Beweglichkeit der anderen, andererseits stören sie auch die geordnete Packung der anderen Membranlipide. Das, was ich jetzt relativ schnell erklärt habe, das haben wir auch auf Seite 20 nochmals mit einer Grafik verdeutlicht. Auf der X-Achse die Temperatur, die steigt. Auf der Y-Achse haben wir die Fluidität. Oben wäre die Membran im flüssigen Zustand und unten im festen Zustand. Eine Membran ohne Sterole, die kann man künstlich herstellen und schauen, wie sie sich dann verhält bei steigender Temperatur. Sehen wir die blaue Kurve, eine solche Membran ohne Sterole, die bleibt fest, fest, bleibt immer noch fest. Und dann gibt es eine bestimmte Schmelztemperatur, wo sprunghaft die Membran vom harten, festen Zustand in den flüssigen Zustand übergeht. Und dann bleibt sie flüssig, auch wenn die Temperatur steigt. Biologische Membranen mit den Sterolen drin, da haben wir eine etwas andere Situation. Wenn wir von oben her kommen, also es ist im Moment noch warm, die Temperatur sinkt jetzt jedoch, dann bei sinkenden Temperaturen aufgrund dieser starren Ringstruktur, die wie ein Brett zwischen den anderen Membranlipiden liegt, werden die Sterole dazu führen, dass die Beweglichkeit der anderen Membranlipide sich zunehmend einschränkt und daher die Membran nicht mehr ganz flüssig ist, sie ist aber auch noch nicht fest und könnte sagen, die Fluidität reduziert sich. Das ist hier mit diesen Pfeilen angegeben. Man könnte also sagen, oberhalb vom Schmelzpunkt hier in der Mitte sind die Sterole eher ein Nachteil. Sie reduzieren die Fluidität. Ohne wäre die Membran bereits völlig flüssig. Mit Sterolen hier jedoch noch nicht ganz. Das ist quasi der Preis, der zu bezahlen ist. Was bekommt die Zelle dafür am Nutzen? Das ist hier unterhalb vom Schmelzpunkt aufgezeigt. Dank den Sterolen, die eben die anderen Membranlipide stören, bleibt jetzt die Membran eher noch so in einem teilweise flüssigen Zustand, ist noch nicht ganz fest, also die Fluidität ist noch nicht komplett verschwunden. Ohne Sterole sehen wir, wären wir da bereits in einem festen Zustand angelangt, aber dank den Sterolen, die eben die geordnete Packung, das Festwerden der Membran stören, bleibt die Membran länger etwas flüssig. Man kann deshalb Sterole hier als eine Art Weichmacher verstehen. Sie halten die Membranen bei sinkenden Temperaturen länger flüssig. Das Ganze hat irgendwo natürlich Grenzen. Wenn die Temperatur sehr tief ist, dann nützen auch die schönsten und besten Sterole nichts mehr. Damit haben wir es für heute geschafft. An der Stelle wünsche ich einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.